Ah, die Lava kommt immer näher. Was sollen wir machen? Was wollen wir machen? Oh Gott, was machen wir jetzt? Tja, Leute, und genau das gleich wird mit dem Spieler, dem diese Base hier gehört, passieren. Oh, oh, da ist er. Er darf uns nicht sehen. Er darf nicht wissen, dass wir Rechte haben, Leute. Das wird gleich lustig. Ihr fragt euch jetzt, was hat der Spieler gemacht? Sieht doch ganz unscheinbar aus. Kann ich euch sagen, Leute. Er hat sich als Mädchen ausgegeben. Mein Gott, ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert. Da soll es ja so einige Sachen geben. Ist ja auch gar nicht schlimm. Soll er es machen, was er will, aber dann Leuten. So eine Art von Liebe vorspielen, dann Items bekommen und dann letztendlich auch Geld und ganz viele Leute verarschen und auch ganz viele Leute traurig machen, das geht dann meiner Meinung nach auf jeden Fall zu weit. Und ja, wir fragen jetzt einfach erstmal nach, ob sie uns die Wahrheit sagt. Und wenn sie nicht die Wahrheit sagt, Leute, da habe ich einen kleinen Meinungsverstärker mit eingepackt. Wir werden nämlich dafür sorgen, dass auf das gesamte Grundstück Lava regnet. Ich habe jetzt einfach mal ganz korrekt geschrieben, ich weiß, dass du kein Mädchen bist, kannst ruhig die Wahrheit sagen. Ich bin ein Mädchen, was willst du? Okay. Ich hab's mir schon gedacht, er will natürlich nicht, dass seine Lüge auffliegt. Jetzt einmal nochmal geschrieben, sag doch einfach die Wahrheit, warum machst du das? Ich meine, wir wissen's ja jetzt, er kann uns ja ruhig die Wahrheit sagen, ne? Aber gut, wie gesagt, ich habe hier meinen Meinungsverstärker noch und dann, denke ich mal, wird er uns auf jeden Fall die Wahrheit sagen. Aber dann ist es vielleicht auch schon zu spät, das werden wir sehen. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Weiß, was du gemacht hast. Und was denn? Okay, einen Versuch starte ich jetzt noch und dann... Leute, gleich geht's ans Eingemachte. Jetzt einfach nochmal geschrieben, das weißt du. Du hast Leute verarscht, ich weiß es. Nee, hab ich nicht. Okay, Leute, gut, sie hat's. Sie, sag ich schon. Ja, moin, ja, gar, ist klar. Jetzt flieg ich einfach mal weg. Ich flieg einfach mal weg. Soll er sich ruhig denken, wer ich bin? Ist ja auch erstmal egal. Ich gehe jetzt erstmal hier nach oben hin und jetzt, Leute, jetzt wird's Lava regnen. Okay, Leute, ihr könnt euch schon denken, was hier gleich passiert. Ein riesen Lava-Pool, ist ja klar. Aber ich würde sagen, eine letzte Chance hat er noch. Du hast eine letzte Chance, die Wahrheit zu sagen, habe ich ihm jetzt mal geschrieben. Ich würde sagen, ich fange einfach schon mal an, das hier mit Lava voll zu machen. Hör auf damit! Hör auf damit! Nein, du sollst die Wahrheit sagen. Leute, wir kriegen heute noch die Wahrheit raus. Ich meine, letztendlich wird der Spieler hier sowieso gebannt für das, was er gemacht hat. Dann können wir doch noch mal ein bisschen Spaß haben. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und bauen hier mal auf ganz entspannt die Lava ab. Leute, das muss so bedrohlich von unten aussehen. Leute, guckt euch das mal an. Jetzt muss er die Wahrheit sagen, auf jeden Fall. Wenn er jetzt nicht die Wahrheit sagt, dann weiß ich auch nicht. Hör auf, Alter. Wenn du willst, dass es aufhört, sag die Wahrheit. Leute, guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Und die Lava kommt immer näher, immer näher. Die Lava wird nicht langsamer, schreibe ich nochmal. Ich habe nichts gemacht, du hässlicher Bastard. Okay, also ich muss wirklich sagen, das überrascht mich jetzt. Das überrascht mich jetzt ja wirklich. Hör auf, heißt es jetzt nochmal. Tja, was soll ich machen? Ich kann doch... Wie soll ich die Lava stoppen? Hm? Du bist so ein Assi. Ja, tja, das sagt genau der Richtige. Ich jetzt soll ich der Assi sein? Hör auf, bitte. Nein, was soll ich machen? Die Lava stoppt erst, wenn du die Wahrheit sagst. Ah, aha, okay, okay, ich sag dir die Wahrheit, aber hör auf bitte, wir haben ihn soweit. Ja, jetzt ist es bloß leider zu spät, mein Lieber. Sag die Wahrheit. Da haben wir es, da haben wir es, er hat zugegeben. Ja, du hast recht, ich habe Leute gescammt, weil ich den Liebewurf gespielt habe. Ich wollte doch nur ein paar Items. Hör auf jetzt bitte. Okay, Leute, wisst ihr, was ich fair finde? Er hat jetzt die Wahrheit gesagt, aber ich kann jetzt nicht einfach die Lava wegmachen. Deswegen werde ich die Lava wegmachen und auch noch ein bisschen mehr. Okay, dann... Hörst du jetzt auf, okay? So, ich finde, das ist fair, Leute. Was sagt ihr? Ab in die Kommentare. Hättet ihr ihn gebannt? Findet ihr das fair mit seinem Grundstück? Eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich war mal wieder hier auf meinem Server, auf durchrasten.de. Kommt gerne alle mal vorbei. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wenn ihr auf den Server kommt, sieht das Ganze hier so aus. Dann entscheidet ihr euch für einen Server. Das ist unser Creative Server. Aber ich finde, am meisten Spaß macht eigentlich immer noch City Build. Dann macht ihr mit /P-Auto euer eigenes Grundstück und wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, dann macht /warp-tutorial und dann bekommt ihr alle Befehle, die ihr braucht, angezeigt und Items bekommt ihr in der /warp-farmwelt. Ja, das war's dann auch
für heute von mir. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und lasst doch alle mal einen netten Gruß an den Icy Rudolf in den Kommentaren da. Und jetzt verbrenne ich hier. Das ist natürlich sehr gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao.